Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Koyadorf. Man sieht, wir waren schon einmal hier. Aber das ist lange genug her, das heißt, wir können ja hier eigentlich wieder anfangen. Wir packen uns einen Zunder rein, dann haben wir gleich schön was, sagen wir mal, uns aufwärmen können. Warum das Spiel gerade nicht beendet? Okay. Wir haben ein paar Sachen, die wir hier drin tun müssen. In diesem Dorf. Aufgaben, wenn man so will. Diese Aufgaben möchte ich jetzt erfüllen. Und zwar brauchen wir einen... Nein, kein Baumstammlager. Wir brauchen einen... Kein Seilhalter. Wir brauchen ein Trockengestell. Und zwar da. Stock erforderlich. Ja, dann holen wir uns Stock. Ich brauche Stock. Gibst du Stock? So, das ist nämlich unsere erste Aufgabe. Wir müssen hier erstmal so ein Teil bauen. Woraus, naja, eigentlich mehrere. Bin ich wieder im Unterkühlungsrisiko? Na gut, wenn sie meinen. Stock erforderlichen. Ich brauche noch mehr Stock. Gibst du Stock? Nehme ich Stock. Dankeschön. Ernte. Ja, Ernte. So. Benutzen. Der ist fertig. Der ist fast fertig hier. Oder zumindest schon mal angegerbt. Der hat noch nichts. Okay, so. Und dann brauche ich noch mal einen davon. Ich brauche noch mehr. Viel mehr. Hier. Dann stelle ich den halt dahinter. Geht auch nicht so richtig. Der passt nicht überall dahin, wo ich es haben will. Machen wir es dahin. Stock erforderlich. Kann ich den Baum hier fällen? Ja, den kann ich sogar diesmal fällen. Du bist ja so klein gewesen. Ich dachte, den kann ich nicht fällen. Na gut. Erntet. Wenn wir dann, sag ich mal, hier uns drum gekümmert haben, dass wir hier Sachen aufhängen können. Bärenfell zum Beispiel. Und hier nochmal das Fuchsfell. Wolfsfell. So, Wäscheständer passt zwar nicht ganz, aber ist ja egal. So. Die Aufgabe haben wir erledigt. Dann. Unterkühlungsrisiko ist geheilt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da hinten packe ich ein Ei rein und dann legen wir uns erstmal ein bisschen schlafen. Das ist nämlich auch gerade sehr überfällig. Wir werden zwar hier gerade nicht wirklich gewärmt, aber na gut. Dazu hat man den Ofen im Haus, wenn man nicht gewärmt wird. Füllen wir gleich mal nochmal auf. Zack. Ei essen wir. Und den Schnee trinken wir. Damit wir ein bisschen mehr Energie zurückbekommen. Na komm, nicht verhungern. Nee, nicht verhungern. Jetzt. Und jetzt ist es wieder kritisch. Verbrauchen. Das verbrauchen wir auch nochmal. Da hinten machen wir ein Ei rein. Zack. Da machen wir nochmal ein Brett rein. Zack. Und da packen wir auch nochmal ein Ei rein. So. Nein. Ich wollte mein Bett nicht zerfetzen, aber gut. Schlafen halt ohne Kissen, ist auch gut. Ich persönlich schlafe sowieso mein ganzes Leben lang schon ohne Kissen. Ich weiß nicht, mit Kissen fühlt man sich immer so. So geht es mir jedenfalls. Ohne Kissen hat man ein gestrecktes, schön geradenes Genick, finde ich. Bei jedem sein Ding. Ich kann mit Kissen ums Verrecken nicht schlafen. So, Reife brauchen. Wasser verbrauchen. Das auch nochmal. Und dann dürfen wir eigentlich erstmal gefüttert und gewässert sein. Temperatur sagt, wir sind noch ein bisschen unterkühlt und haben minimal Hunger. Das ist okay, aber wir werden bestimmt echt noch was finden. Brombeersaft zum Beispiel hier. Den nehmen wir mal auch. Hier.
mach mal die Notizen auf. Ich glaube, das ist von Anastasia. Wenn du meine persönlichen Sachen aufbewahren möchtest, kannst du sie im Safe in meinem Haus im Dorf Kuya finden. Der Code ist 4431. Ich weiß natürlich nicht, welches Haus hier Anastasia gehört. Ich würde hier im Kreis einfach mal anfangen. Es ist ein Pückeleimer. Cool. Coole Sache. Das Reis, Streichhölzer, Soda. Denk dran, wir suchen einen Safe. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals hier drin in irgendeinem Gebäude einen Safe entdeckt hatte. Aber es gibt für alles das erste Mal hier. Da ist ein Buch. Weg mit dir. Limettensoda. Habe ich das Buch hier schon gelesen? Bestimmt. Ja, ich kann es nicht auswählen. Okay. Kaffeepulver. Können wir uns mal Kaffee machen wieder? Warum nicht? Nichts. Okay. Oh Gott, wir kamen von da. Sind hier rumgelaufen? Dann in das Haus? Ich weiß, dass wir überall schon mal waren, aber es ist jetzt die Frage, wo ist der Safe? So, was kann ich eigentlich aus dem Bärenfell machen? Muss ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt ein gegerbtes Bärenfell bei mir. Wolfsfell. Jacke aus Bärenfell. Wie braucht man da einen? Zwei Seile? Ne, das ist eine Elchhaut. Mit der Elchhaut kann man gar nichts machen aktuell, glaube ich. Also ich jedenfalls nicht. Oh. Kann ich sie eigentlich auch schmeißen, blöd gesagt. Ganz blöd gesagt. Okay, hier war jetzt auch kein Safe. Dann gehen wir hier weiter. Mal, wo die Anastasia wohnt. Das Gebäude hier ist komplett zugeschüttet, da kommst du nicht rein. Hier war die Tür. Die Tür konnten wir benutzen, aber da ist auch nichts drin. Interessant. Nächstes Gebäude. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Auch dieses Gebäude ist zugeschneit. Und selbst hinter der Tür, da ist nichts. Okay. Nächstes Gebäude. Wo hier ist die Tür zu? War ich hier schon mal? Da ist zumindest schon mal nichts drin. Brombeersaft. Buch. Lager. Teriyaki und Reis, okay. Aber ich sehe immer noch keinen Safe. Die Frage, was als Safe zählt. Okay, na gut, aber hier ist nichts. Haben wir jetzt noch... Das ist ein Bein, okay. Dann haben wir das Gebäude noch. Und dann das große in der Mitte. Hier ist auch die Tür zu. Warum ist hier überall die Tür zu? Habe ich die Tür zugemacht? Das wüsste ich doch, oder? Ich lasse doch eigentlich die Türen im Offen. Essen. Na. Oh. Also, hier ist auch nichts drin. So. Sagte ich gerade, da ist eine Leiche angelehnt. Okay, unser Feuer ist aus. Unsere Fuchspelze sind fast fertig. Jetzt müssen wir noch das große Haus hier in der Mitte checken.
Da die Anastasia lebt, du, dann hat die aber... Okay, das ist ein Mehrfamiliending. Wir waren auf jeden Fall hier, weil hier sind die hier ist das Kartenstück. Das wir ja schon hatten. Schokoriegel. Esma. Schwarze Bohnen. Dose mit Sardinen. Ich weiß halt nicht, was zählt als Safe. Sieht der wirklich aus wie ein Safe, oder? Oder nicht, weißt du? Was ist denn das Ding? Da ist nichts, ein Fernseher. So, und jetzt sag mir doch bitte, wo der Safe ist. Liebe Anastasia. Ist der hier in der Mitte? Hier sind einfach nur Kisten. Das hier ist ein Pökeleimer. Das sind auch nur Kisten, Kisten, Kisten. Das sind Kisten, die man öffnen kann. Bin verwirrt. Im Brunnen hat's Wodka. Da steht Wodka. Machen wir uns noch mal das Feuer an. Jetzt muss ich einmal überlegen. Jetzt bin ich am Überlegen. Immer weiter verfahren. Essen, Trinken passt. Okay, warte mal. Hier haben wir Anastasia gefunden. Genau, lesen wir nochmal die Notiz. Lieber Malcolm, ich weiß, dass ich versprochen habe, dass ich gesund und munter nach Hause komme. Tut mir leid, dass dieses Versprechen brechen muss. Eine Lawine hat unsere Stadt begraben. Ich hatte das Glück, lebend zu entkommen. Wenn du meine persönlichen Sachen aufbewahren möchtest, kannst du sie im Safe in meinem Haus im Dorf Koya finden. Vielleicht unter einem Teppich. Gemälde kann ich jetzt nicht runterschlagen, aber vielleicht ist der unter einem Teppich. Wäre zwar super ulkig, aber hat keine dümmere Idee. Das ist ein Bärenteppich. Das ist nur ein Lager. Bärenteppich. Bärenteppich. So ein Bild kann man auch nicht von der Wand schlagen, gell? Nee. An der Decke ist auch nichts, wenn ich das so richtig sehe. Nee. Nee, nichts. Okay, nächstes Haus da, vielleicht im großen Haus. Diese Fellteppiche, die man nicht zerflattern kann. Hier sind überall nur die Fellteppiche. Vielleicht war es eine dumme Idee. Fellteppich. Fellteppich, Fellteppich. Dieser verdammte Safe. Ich
Hier ist er ja auch nicht. Da ist eine Tür. Da ist noch eine Tür. Okay, ein leeres Haus. Klar, hier müsste ja Schnee im Eck liegen, aber es ist trotzdem leer, dieses Haus. In das Haus hier komme ich ja gar nicht erst rein. Und selbst wenn, da ist nichts drin. Und in diesem Haus gibt es auch nur den Teppich. Das Bett benutzen. Unterm Bett ist aber auch nichts. Oben ist auch nichts dran. Boah, ey. Nee. Mir gehen die Ideen aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Tja. Mal nur kurz gucken, ob ich wirklich in jede Truhe rein kann. Ja. Auch. Okay. Da. 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 Auch wenn ich die Dosen gerade nicht wollte. Aber gut. Da bin ich schon mal reingekommen. Da nicht. Also da ist nichts. Also hier komme ich auch überall ran. Andere Seite. Da komme ich ran, da auch und da auch. Bleiben nur noch hier die Kisten. Die hier blöd hinter dem Stuhl sind, aber auch da kommen wir ran. Bin mir sicher, wenn der Stuhl uns vorbeilässt. Hätte ich den Stuhl nicht einfach zu schlagen. Genau. Also. Da kommt man hin. Weg damit. Okay. Also wir kommen an alle Kisten in der Mitte auch ran. Bleiben noch die Autos. Mal sehen, erstmal die Möbel hier ins Feuer. Und dann, jetzt ist die Frage. Wir können hier natürlich ein bisschen abbauen, aber im ganzen Dorf gibt es keine Teppiche, die ich entfernen könnte. Bin überfragt. Absolut hinterfragt. Überfragt. Guck mal nach meinen Fellen. Das ist fast fertig. Ist ja bald. Die Teile hier, das ist auch fast fertig, sehr schön. Die Teile können hier mal weg. Dosen. Das ist ein Hase, brauche ich einen Hase? Kaninchenfell, drei Stück für eine Mütze, aber ich habe ja. Ah, wobei ich hier vier Stück für Handschuhe. Das ist die Frage. So, Fuchspelz fertig. Wie viele brauche ich dafür für den Schal? Ich glaube, drei Stück, oder? Schon einige. Zwei Stück. Und ein Seil.
Ja, da ist der zweite dann. Auch Ideen. Wo ist ein Safe? In Regalen vielleicht? Da ist ein Topf und ein Buch, aber sonst. Na, natürlich kann ich das alles noch durchsuchen und checken, aber. Machen wir mal noch an die Autos ran. Ist hier irgendwo noch ein Gebäude, das ich übersehe? Irgendwo. Vielleicht auch da oben oder so. Wäre noch die Jägerhütte, aber ich sagte, das Dorf ist verschüttet. Der Safe ist im Dorf, im Haus, im Koja-Dorf. Und das wurde ja auch da hinten teilweise verschüttet. Das stimmt also überein mit der Notiz. Kannst du aber beim besten Willen nicht finden. Hinter der Eingangstür vielleicht. Machen wir hier alles weg, was man hier nicht braucht. Damit. Weg damit. Bin eh überladen, wieso? Weg damit. Ist halt fertige Möbel hier. Weg mit dem Kissen, weg mit dem Kissen. Oben ist wirklich nichts, ne? Hinter der Tür, nichts. Hinter der Tür, nichts. Jetzt werde ich verzweifelter. Das merkt ihr daran, dass ich die Stühle und alles auseinandernehme. Hinter der Tür ist auch nichts. Okay. Raus da. Sagte, ihr Haus ist verschüttet. Es muss ja doch dann eins von denen weiter hinten sein hier. Im Regal hat's Topf, ein Buch. Das ist nix. Topf, ein Schmerzmittel und sonst hat's da nichts. Ich dreh durch. Weg mit dem Tisch, weg mit dem Bänkchen hier. Kann mich ja wirklich sich nicht reingraben irgendwie. Ich meine, die Tür geht auf und zu. Das ist ja schon mal was Tolles. Auch das hier ist cool, dass man in das Haus rein konnte. Der komplett leer steht. Ist da was hinter der Tür? Nein. Ist da was hinter der Tür? Nein. Ist da was hinter der Tür? Nein. Hier? Auch nicht. Irgendwo was an der Decke. Nein. Und nein. Okay. Ich drehe durch, weil ist hier was am Auto. Ist ein Safe im Auto? Nee. Auch nicht. Cool. Diese Briefkästen haben auch nichts drin. Ist das hier Wodka? Das Wodka am Boden. Der Schneemann.
Auch hinter der Tür ist nichts. Ich kann ja nicht mal die Boxen da beiseite schieben. Die Jacke und Reis verbrauche ich einfach mal. Mir gehen die Ideen aus. Mir sind die Ideen ausgegangen. Absolut, komplett, voll und ganz. Keine Ahnung mehr, wohin und was tun. Weder weiß ich, wo ich den, sag ich mal, den Safe erwarten soll, noch weiß ich, was ich sonst noch tun soll. Bin überfragt, ey, wirklich. Absolut komplett überfragt. Der ist auch noch nicht gegerbt. Zeug braucht ja ewig. Vorher packen wir mal wieder Holz rein. Hab ich ja genug. Sehr schön. Okay, raus, raus, raus. Und weg von mir. So, ich habe ja noch ganz viele Dosen jetzt. Und Töpfe. Weg damit. Aus den Seilen mache ich, aus den Stoffen mache ich kurz Seil. Außer ich brauche das als Stoff. Mal kurz gucken. Seil, Seil. Seil, 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 Seil. Nichts davon braucht Stoff. Okay. Dann mache ich Seile draus. Keine Ahnung mehr. Jetzt gucke ich nochmal. Also Fuchsschal habe ich dann. Auch noch zwei Wölfe. Für die Hose. Den habe ich hier. Da ist der Fuchs, da ist der Bär. Da ist nochmal ein Fuchs. Wir können ein bisschen rausrennen und jagen. Da hinten ist ein Hirsch. Schön und gut, aber... Ich weiß nichts mehr. Bin am Ende meines Lateins. Weit und breit kein Tier außer diesem einen blöden Hirsch. Da hinten ist ein Wolf, oder? Ich hoffe mal, das ist ein Wolf. Rechts sind Rehe. Den fange ich aber nichts an. Wildschwein. Das ist ein Wildschwein. So ein Scheiß. Brauch Wölfe. Keine Pfeile mehr. Wie war das? Der Hase ist immun gegen... Gegen Pfeile und gegen Schüsse. Das hatte ich doch schon mal getestet irgendwie. Ob man Mr. Hase jetzt hingelaufen ist. Das ist nochmal ein Vogeltest, das nehmen wir mit. Also beziehungsweise das Ei.
Ist nicht so wichtig, aber... Ich finde absolut nichts von dem, was ich brauche, von dem, was ich will. Ich habe kein Ziel mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Da ist eine Wildsau, die mir nicht hilft. Und da sind die Rehe, die mir auch nicht weiterhelfen. Okay. Keine Ahnung. Ich frag mal den Entwickler, ob der Safe überhaupt integriert ist im Spiel. Wenn nicht, dann... keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was dann ist. Da ist die Frage, ob das hier nicht der Abschied ist, weil wir haben aktuell kein Ende zum Spiel, das weiß ich, das hat er mir schon bestätigt. Wenn wir jetzt nicht mal mehr den Safe finden, dann ja, wird das ein bisschen kritisch. In jedem Fall hatte ich bis hierhin schon mal sehr viel Spaß. Und, wir sehen uns, wenn nicht in der nächsten Folge, dann in einem anderen Let's Play. Wir sehen uns.